Ja, genau. Da haben wir einmal den Moderator Albert Eggert, der das Ganze ein bisschen leiten darf. Auf dem Podium sind heute, ich stelle die Damen zuerst vor, Iris Hermes, die Vorsitzende der LAG Werkstatträte Rheinland-Pfalz. Andrea Stratmann. Da kommt sie gerade. Jo. Applaus für Iris Hermes. Ja. Dann haben wir Andrea Stratmann, stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der BRG WFBM, also der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten. Herzlich willkommen. Dann haben wir als nächstes Norbert Linke, Mitarbeiter der Bundesvereinigung Lebenshilfe und ehemaliger Werkstattbeschäftigter. Wo ist er? Morgen. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier aus dem Saarland Diethard Geber, Vorsitzender der LAG WFBM Saarland. Guten Morgen, herzlich willkommen. Und von Werkstatträte Deutschland haben wir den Jürgen Teves, stellvertretend für den erkrankten Johannes Herberts. Auch herzlich willkommen. So. Ja, ganz besonderen Dank an Herrn Teves, dass er noch eingesprungen ist. Der konnte sich jetzt natürlich nicht so groß vorbereiten, aber das kriegen wir schon hin. In dem Film, haben Sie gesehen, ging es vor allem um Menschen mit ganz großem Unterstützungsbedarf. Das ist nicht die Gruppe von Menschen, die man im Moment am meisten in Werkstätten findet. Aber vielleicht ja eine, die man künftig mehr da findet. Mal sehen. Meine erste Frage an das Podium gleich wird sein, gibt es eine Zukunft für Werkstätten? Das ist ja immer wieder in Frage gestellt. Manche sagen, also wenn es richtig um Inklusion geht, dann müssen Menschen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt integriert sein, dann darf es nicht irgendwelche Sonderwelten wie Werkstätten geben, das geht dann gar nicht. Andere sagen, naja, es kann schon besondere Unterstützungsangebote geben, aber die Werkstätten, die sind völlig altmodisch und da muss sich eine ganze Menge ändern. Also Werkstätten wie bisher, das geht gar nicht. Die Zukunft gehört mehr verschiedenen Angeboten anderer Träger, vielleicht Integrationsbetrieben gerade noch oder wie auch immer. Über solche Fragen werden wir gleich reden. Die erste Frage, wie gesagt, wird sein, haben die Werkstätten eine Zukunft? Und wir werden das auf dem Podium hier so ein bisschen besprechen und später werde ich dann auch ins Publikum geben, also dann können auch Sie sich nachher einmischen, dann müssen wir uns ums Mikro ein bisschen kloppen, wahrscheinlich wird mir jemand helfen dann mit dem Mikrofon, sonst springe ich selber durch die Gegend, aber das kriegen wir schon hin. Also jetzt die erste Frage, wie sieht es aus, haben Werkstätten denn eine Zukunft? Ich fange einfach mal gleich bei Frau Hermes an. Bitte schön. Ja, mit Sicherheit haben Werkstätten Zukunft. Das wäre ja nicht auszudenken, wenn es keine Werkstätten mehr gibt. Ich selber arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und zwar in der großen Luftballondruckerei in Hermesdorf im Zweitwerk. Unser Hauptwerk ist Geroldstein. Und ich mache auch die Zentrale, aber es wird ganz sicher Zukunft geben für die Werkstätten. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht müssen sie sich etwas öffnen, das ist schon klar. Denn auch die Leute, die draußen arbeiten wollen, die sollen eine Chance kriegen, für draußen zu arbeiten. Aber es kann und darf nicht sein, dass es keine Werkstätten mehr gibt. Also das gibt es nicht, mit Sicherheit nicht. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal mehr so in Richtung Werkstätten. Also die Menschen, die einen Arbeitsplatz in der Werkstatt haben, die haben wahrscheinlich auch ein Interesse daran, dass eine Werkstatt bleibt. Aber vielleicht muss sich ja doch auch was ändern. Mal gucken. Ich gebe mal hier weiter. Herr Geber. Ja, also ich denke, dass Werkstätten in jedem Fall eine Zukunft haben, weil der allgemeine Arbeitsmarkt nicht bereit ist, alle Menschen mit Behinderungen dort aufzunehmen. Und ich glaube, Werkstätten müssen an dem Punkt halt sehen, welche Möglichkeiten haben sie, um möglichst vielen Menschen mit Behinderungen Arbeit zu geben. Da müssen wir neue Technologien nutzen. Wir müssen an dem Punkt überlegen, wie können wir dort das, was heute an Arbeit gemacht wird, ergänzen.
Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Werkstätten Zukunft haben. Wir müssen über viele andere Sachen auch reden. Wir müssen darüber reden, dass ein einheitlicher Lohn gezahlt wird, dass alle Zahlungen, die kommen für die behinderten Menschen, dass die an einer Stelle ausgezahlt werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in 5 oder 10 Jahren keine Werkstätten mehr gibt, sondern ich denke, wir sollten in Deutschland dafür kämpfen, dass Werkstätten weiterentwickelt werden, aber dass Werkstätten auf jeden Fall als Grundversorgung weiterbleiben. Dankeschön. Ich frage jetzt gleich mal den Herrn Teves, ob es denn weiterhin Werkstätten geben soll, welche Zukunft die haben. Also Werkstätten muss es unbedingt weitergeben. Wir haben ja auch im Film gesehen. Und in Nordrhein-Westfalen dürfen auch die Beschäftigten auch in Tagesförderstätten in der Werkstatt arbeiten. Das sollte es eigentlich überall geben. Ja. Und wie gesagt, Werkstätten müssen nicht nur auch in Deutschland erhalten werden, auch in Österreich habe ich Kollegen getroffen, die auch Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Ja. Vielen Dank. Herr Linke, Sie kennen ja beides. Sie waren sowohl in der Werkstatt beschäftigt und dann sind Sie jetzt im ersten Arbeitsmarkt bei der Lebenshilfe. Gibt es eine Zukunft für die Werkstätten? Ist nicht besser, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu sein? Also ich finde, die Werkstatt hat eine Zukunft, sie muss eine Zukunft haben. Es kann nicht jeder auf diesen ersten allgemeinen Arbeitsmarkt gehen. Es kommt auch auf die Behinderung an, es kommt auch auf die Arbeitgeber an, sind die bereit, die Behinderten jetzt einzustellen oder nicht einzustellen. Also Werkstatt muss es auch weiterhin geben. Okay. Jetzt ist es wahrscheinlich keine Überraschung, wenn ich die Frau Stratmann gleich fragen werde, die ja stellvertretende Vorsitzende der BAGW-FBM ist, dass sie wahrscheinlich auch sagen wird, ja, Werkstätten. Darum frage ich Sie jetzt gleich ein bisschen anders. Frau Stratmann, geht das so, dass Werkstätten einfach so bleiben? Müssen die sich nicht ändern, damit sie bleiben können? Ja, selbstverständlich ist ja jedes System, was passend sein soll, immer in Bewegung. So auch die Werkstätten. Das ist ja logisch. Und natürlich gibt es einige Ansätze, die verändert werden müssen und wo auch Veränderungen angelaufen sind oder auch noch nachhaltiger kommen werden. Ich glaube, die Frage ist nicht, gibt es Werkstätten oder nicht, sondern die Frage ist, gibt es Alternativen? Und eine davon ist sicher die Werkstatt, so lange bis der Arbeitsmarkt so ist, dass es kein anderes System mehr braucht, weil Menschen ausgeschlossen werden von dem anderen System. Also Vielfalt, ne? Verschiedene Wahlmöglichkeiten. Die Werkstatt selbst ist aber dennoch weiter zu entwickeln als eine attraktive Wahlmöglichkeit, die auch attraktiv bleibt. Also nicht als eine Restalternative für Personen, die keine sonstigen Optionen haben. Das wäre eine komische Werkstatt, sondern als eine passende Alternative für die Leute, für die es die richtige Passung ist. Die Frau Hermes hat ja gerade gesagt, die Werkstatt sollte sich öffnen, dass Menschen aus der Werkstatt auch nach draußen gehen können und die Werkstatt quasi als Rückzugsort oder als Sicherheit haben und auch rausgehen können. Ist das so eine Möglichkeit? Ich nochmal? Okay. Also ich glaube, vielleicht kommen wir weiter, wenn wir gar nicht so sehr von der Werkstatt sprechen, sondern eher von der Werkstattleistung. Weil die Werkstattleistung hat keinen Ort. Das ist eine Unterstützungsleistung, die man im Raum gewähren kann, die, was der Werkstatt heißt. Aber die kann man auch mitnehmen als Unterstützungsleistung in eine Firma, wo man einen Außenarbeitsplatz zum Beispiel hat. Außenarbeitsplätze. Also die Leistung der Unterstützung ist eigentlich die Qualität. Und die Örtlichkeit ist die zweite Ebene. Die kann eine Werkstatt sein, die muss keine Werkstatt sein. Ich glaube, das wird uns ein bisschen weiterhelfen, wenn wir von diesem Gebäude im engsten Sinne wegdenken und uns auch breiter machen im Denken, was alles geht. Mhm. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein Mensch mit einer Beeinträchtigung bin und war bisher in der Werkstatt, jetzt gehe ich nach draußen, dann habe ich einen Koffer dabei, da ist die Werkstattleistung drin. Mhm. Oder wie geht das? Okay, ich versuche es mal ein bisschen. Also Sie haben Anrecht auf Unterstützungen, die Sie quasi wie einen Koffer mitnehmen, beispielsweise, dass Sie einen Jobcoach oder eine Begleitung, wie auch immer Sie den nennen wollen, an einem anderen Ort genauso unterstützt, wie es der Fall gewesen wäre, als Sie noch in der Werkstatt waren. Sie haben ein Anrecht auf persönlichkeitsfördernde Angebote, die stattfinden müssen, alles das, was Ihnen zusteht, nur Sie haben es nicht an dem Ort Werkstatt. Es wird Ihnen an einer anderen Stelle so dargeboten, dass es sinnvoll ist. Das ist die Idee der
Werkstattleistung. Wunderbar. Ich frage jetzt die anderen auch noch. Ja, aber natürlich nur für die Menschen, die draußen schaffen möchten. Nichts mit Gewalt, denn das gibt es gar nicht, das geht auch nicht. Ja, also das Wunsch- und Wahlrecht, das muss klar sein. Was muss sich sonst noch ändern? Wollen Sie, Herr Teves? Also ich habe ja schon draußen gearbeitet und habe den, also ich habe eine Lernbehinderung und eigentlich hätte ich durch den Arbeitsmarkt auch noch eine psychische bekommen können. Aber da war ich nicht lang genug drin, um das zu erfahren. Aber wie gesagt, es ist auch schon die Wertschätzung, wo man in der Werkstatt hat. Ich frage noch weiter, was muss sich ändern? Was sollte sich ändern in der Werkstatt? Also ich glaube, wir in die Werkstatt sollten auch nicht behinderte Menschen reinkommen und dort mit behinderten Menschen zusammenarbeiten. Wir reden immer drüber, dass behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gehen. Und ich glaube, wir kriegen ja Aufträge von Firmen. Und dann können auch Firmen mit einem Teil ihrer Belegschaft zu uns in die Werkstatt kommen, können ihre Produktion dort machen. Und dann kann man in der Werkstatt können nicht behinderte und behinderte Menschen dann sehr gut zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein sehr einfacher Weg, wie man auch die Menschen, die ein bisschen mehr Angst haben, nach außen gehen, an dem Punkt die Möglichkeit eröffnen können, mit nicht behinderten Menschen zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das ist einer von vielen Wegen. Ah, also der umgekehrte Weg. Ja? Wunderbar, Frau Stratmann hat gesagt, man kann rausgehen zu einem Außenarbeitsplatz und nimmt die Werkstattleistungen mit. Und Sie sagen, na, die von draußen können ja auch reinkommen in die Werkstatt. Wunderbar. Herr Linke, was fällt Ihnen ein? Also ich finde, dass man das von draußen, wenn die Leute von draußen kommen in die Werkstatt, das wird nicht funktionieren, weil der Arbeitgeber von draußen sagt, das ist zu teuer und die Werkstatt sagt, wir haben keinen Platz mehr. Also das wird in dieser Zusammenhang nicht funktionieren. Sagen Sie ruhig. Ja. Wir haben so ein Modell, einfach als Beispiel, wo es am Anfang so war, dass Menschen zum Arbeitgeber gegangen sind und der nach einer Weile gesagt hat, eigentlich habe ich gar nicht so eine gleichförmige Idee, was ich an Unterstützung brauche. Manchmal brauche ich mehr, manchmal brauche ich weniger. Könnte ich nicht bei euch Räume mieten, in eurer Werkstatt produzieren und dann habe ich ein festes Team von euch, das ist immer da, aber ab und zu rufe ich noch weitere dazu. Und das ist doch sehr, sehr praktisch, wenn ich schon in der Werkstatt bin und die nicht mit dem Bus sonst wohin gefahren werden müssen. Und das Modell wurde ins Gegenteil getragen. Wieder ein Beispiel dafür, dass wir, glaube ich, wegkommen müssen von diesen Räumlichkeitsideen. Mhm. Allein das Bild draußen und drinnen löst bei mir mittlerweile schon Unbehagen aus, weil das hört sich an, als hätten wir einen Knast, die draußen und die drinnen irgendwie. Eigentlich ist es doch alles ein Markt, ein Arbeitsmarkt und innerhalb dem muss Durchlässigkeit da sein. Ne? Weil sonst sind wir doch an der falschen Stelle unterwegs. Wer von uns will denn drinnen sein? Ich sehe hier schon Wortmeldungen im Publikum. Es braucht noch ein bisschen. Wir machen erst noch hier ein bisschen und dann nehme ich Sie dran. Herr Teves. Also ich wollte sagen, es gibt das Modell auch bei uns sehr häufig. Wir haben auch Langzeitarbeitslose, wo dann zum Beispiel auch noch wo Zeit für die Rente gehabt haben, wo dann als Personal haben. Wir haben eine Firma, die hat ihre Produktionsstätte in ein Werk verlegt und es gibt auch eine Werkstatt, die das jetzt nicht mehr der Fall ist. Die hatte die Hälfte ihrer Produktionshalle an ein anderes Unternehmen gemacht. Also warum Inklusion nicht in beide Richtungen? Man hat die Räumlichkeiten und man kann sie beide nutzen und es muss ja nicht was extra gebaut werden. Also man kann auch beide Möglichkeiten nutzen. Aber Herr Teves, jetzt muss ich Sie als Vorstand von Werkstatträte Deutschland auch noch fragen. Also wenn die Leute alle rausgehen in irgendwelche Außenarbeitsplätze, gibt es dann noch richtig einen Werkstattrat, wenn es da kein Gebäude mehr gibt, in dem die Werkstatt ist? Also solange sie noch Werkstattbeschäftigte sind, darf der Werkstattrat sie vertreten. Die Möglichkeit, sie zu vertreten, ist extrem schwierig. Ja. Und man muss auch sagen, wenn sie Integrationsbetriebe sind, haben sie gar keine Vertretung, weil entweder die meisten haben keinen Betriebsrat, oder Schwerbehindertevertretung und ein Schreschke-Werkstattrat, weil der nämlich zuständig ist. Also ob er da unbedingt einen Vorteil hat. Und natürlich die Annehmlichkeiten, die er aus der Werkstatt hat, fallen natürlich auch weg. Ja. Also es hat so seine Vor- und Nachteile. Ja. Ja. Vielen Dank.
Was gibt es denn noch für Ideen, was man tun kann, um die Werkstätten zu verändern? Haben Sie da Visionen? Also Sie haben gesagt, Sie wollen gar nicht mehr über Werkstatt reden, sondern nur über Werkstattleistungen. Sie wollen vom Gebäude weg. Was haben Sie denn noch so für Ideen, wie die Zukunft sein könnte für die Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigungen? Wer will? Ihnen fällt immer was ein. Wunderbar. Ja, eines der wirklichen Kernthemen ist das Thema Bildung. Es muss uns gelingen, dass wir so gut wie möglich Bildungsangebote in der Werkstatt haben, die auch eine Lebensperspektive haben, nicht nur 2 Jahre Bildung und dann war es das, sondern lebenslanges Lernen. Und wenn uns das gelingt und wenn wir das immer auf dem Schirm haben und mit den Menschen aushandeln, was ist denn dein nächster Schritt, was stellst du dir vor, dann gibt es doch auch gar keine Fehlplatzierung. Weil die kann doch dann höchstens für eine Übergangszeit sein, dann wäre das Thema ja wieder auf dem Tisch. Miteinander würde gehandelt, was ist dein nächster Schritt, welche Unterstützung möchtest du, und man kann Abbiegungen nehmen, auf den Arbeitsmarkt versuchen zu kommen, in Integrationsbetrieb, vielleicht auch wieder zurück, weil es nicht so eine tolle Option war, wie sie am Anfang aussah. Das geht aber wesentlich nur, wenn ich eine Chance habe, auch zu wählen, und die habe ich eigentlich immer nur, wenn ich Bildung habe und ich habe regelmäßige Strukturen, wo die Themen immer wieder neu angeschaut werden. Miteinander. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Thema, wo Angst rauskommt, ich bin falsch platziert und da bleibe ich auch noch Jahre und Jahrzehnte. Vielen Dank. Frau Hermes? Also ich sage eins dazu. Ich bin jetzt 25 Jahre in der Werkstatt. Die Werkstatt ist keine Einbahnstraße. Die Werkstatt ist immer was Gutes. Es hat was für sich. Ich meine, gut, es gibt immer Sachen, die kann man verbessern, aber man kann sie auch so lassen, wie sie sind. Und vor allen Dingen eins ist wichtig, Wunsch- und Wahlrecht. Man kann keinen mit Gewalt, also nach draußen, ich muss auf den freien Arbeitsmarkt. Nein, grundsätzlich nicht. Wenn man das möchte, ja. Wenn man nicht, sollte man da bleiben, wo man ist. Danke. Wir haben ja in dem Film Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung und sowas gesehen, die nicht so häufig in der Werkstatt sind, sondern oft eher in Tagesförderstätten und sowas. Ist das eine Zukunft für die Werkstätten, dass noch mehr Menschen mit so schweren Beeinträchtigungsformen dahin kommen? Traut sich jemand da was zuzusagen? Also es muss die Tür geöffnet werden für jeden, der in die Werkstatt will, überhaupt was arbeiten möchte. Es gibt ja auch das Beispiel in Luxemburg, man kriegt 100% vom Land also bezahlt, wenn man einen Behinderten einstellt, plus das, was er erwirtschaftet. Trotzdem gibt es noch Werkstätten. Also man muss sich ja dann fragen, wieso gibt es da noch Werkstätten, wenn ich 100% kriege, den Lohn bezahlt kriege und was der Werkstattbeschäftigte erarbeitet, also der behinderte Mensch, und ich will trotzdem keinen Behinderten einstellen. Da muss man sich doch fragen, warum gibt es da noch eine Werkstätte, wenn es ja in einem Land, das wirklich reicher ist wie Deutschland. Vielen Dank. Ich glaube, Herr Linke hat er sich noch. Nee? Ja, gerne. Also ich finde, jeder, wer es kann, soll auf diesen ersten allgemeinen Arbeitsmarkt gehen. Er muss halt damit rechnen, dass er, was sagt man jetzt, Angst innerlich hat und so, aber er sollte das wirklich tun. Er wird nicht davon bestraft werden. Ja, das leuchtet ein. Ja, sagen Sie ruhig gleich. Sie sprachen die Menschen mit sehr umfassender Behinderung an und ob die auch in die Werkstatt sollen. Ich glaube, wir müssen andersrum nachdenken. Steht das uns zu, einem Mensch zu verwehren, dass er was anderes will? Das ist doch nicht angemessen, oder? Wenn die sich wünschen, in die Werkstatt zu kommen, dann ist doch unser Angebot, wir müssen Dinge schaffen, damit es geht. Müssen Arbeit suchen, müssen Pflegestrukturen vorhalten und so weiter. Also es ist einfach unangemessen. Und dieser noch funktionierende Rechtsbegriff von dem Umfang an Tätigkeit, den jemand ausüben muss, Mindestmaß verwertbarer Arbeit, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, ne? Das ist doch eine abstrakte Konstruktion, das muss man sich doch einfach klar machen, da gibt es doch kein Mindestmaß, was wir alle als Mindestmaß bezeichnen würden. Wenn die Person den Wunsch hat, sie möchte arbeiten, dann ist es an uns, was zu arrangieren. Also
Also zum Mindestmaß möchte ich auch noch was sagen. Wo ist das Mindestmaß bei einem Wirtschaftsunternehmen, also bei einem Manager, wenn er Tausende von Leuten entlässt, die Firma an die Wand fährt und noch dicke Abfindung kriegt? Also wo ist da ein Mindestmaß an verwertbarer Arbeit? Bitte schön, Herr Geber. Also ich denke, ich möchte mal was zu sagen, was sind Arbeitsfelder, die in Zukunft von Werkstätten gemacht werden können. Ich glaube, wir wissen ja alle, dass es unheimlich viel Arbeit in den einzelnen Städten, in den Kommunen gibt, was die gar nicht mehr geregelt kriegen. Und ich glaube, das sind hervorragende Arbeitsplätze, weil dort geht man in die Gemeinde rein. Das heißt, behinderte Menschen werden zu Dienstleistern, die werden zu Servicekräften. Und wir haben bei uns zum Beispiel so eine Geschichte, wir betreiben die Grünschnittdeponie der Gemeinde. Was? Die Grünschnittdeponie, wo dann samstags und in der Woche die Menschen, wenn sie in ihrem Garten den Rasen gemäht haben und die Bäume geschnitten haben, bringen die ihren Grünschnitt hin. Die sind heilfroh, dass dort zwei Mitarbeiter der Werkstatt sind, die ihnen helfen, die Sachen aus dem Auto zu holen, die ihnen helfen, dort, dass das Auto auch wieder schön sauber ist. Und unsere Werkstattbeschäftigten freuen sich, weil es gibt immer ganz gutes Trinkgeld an dieser Stelle. Und wir sind zum Beispiel im Moment im Gespräch, dass wir weitere Arbeiten übernehmen, weil unsere Gemeinde einfach zu wenig Menschen hat, die dort noch arbeiten können. Und die sind froh, wenn wir das als Werkstatt übernehmen. Und wir finden es toll, weil dann die Werkstattbeschäftigten ganz normaler Teil der Gemeinde sind. Wir brauchen gar nicht groß darüber reden, können die das nicht, sondern die zeigen, dass sie das können. Die sind ganz einfach mit dabei. Und da wird nicht mehr nachgefragt, ist der von der Werkstatt, ist der nicht von der Werkstatt. Und häufig sind die Menschen auch aus dem gleichen Dorf. Oder wir sehen es bei Kappmärkten, da haben wir die gleiche Situation. Also ich glaube, alles, was im Bereich von Begegnungen, von Dienstleistungen ist, dort sollte man nochmal hingucken. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn man das entsprechend zuschneidet, findet man dort sicherlich auch Möglichkeiten, wo schwerer behinderte Menschen mit eingebunden werden. Und ich glaube, das ist Aufgabe der Werkstätten, zu gucken, wie kann ich die Arbeit eventuell noch besser unterstützen? Wie kann ich sie noch anders aufteilen? Aber immer wieder, wie kann ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass sie behinderte und nicht behinderte Menschen einfach miteinander ins Gespräch kommen und Sachen zusammen machen? Das muss das A und O sein. Bevor ich bald ins Publikum gebe, noch eine Frage nach dem ersten Arbeitsmarkt. Wir haben jetzt mehr über die Werkstätten gesprochen, aber der erste Arbeitsmarkt, so ist ja an sich die Herausforderung, jetzt Inklusion. Ne? Der erste Arbeitsmarkt ist so nicht so leicht zugänglich für Menschen mit Beeinträchtigungen, hat so seine eigenen Tücken. Wie müsste der erste Arbeitsmarkt gestrickt sein, um inklusiver gestaltet zu sein? Was müsste passieren auf dem ersten Arbeitsmarkt, damit auch Menschen mit Beeinträchtigungen dort arbeiten können? Sagen Sie schon wieder Sie. Ich sage wunderbar. Okay. Also ich glaube, wir haben zwei große Probleme und damit meine ich nicht die Menschen mit Behinderung, sondern wir alle als Menschen, die auf diesem Arbeitsmarkt da sind. Erstes ist, wir haben alles extrem standardisiert. Jeder Prozess ist ganz gleichförmig und das passt überhaupt nicht dazu, dass Menschen so unterschiedlich sind. Von den Menschen, die in der Arbeit tätig sind, wird verlangt, dass sie sich da anpassen. Also nicht die Arbeit passt sich dem Mensch an, sondern der Mensch der Arbeit. Das können die einen besser, die anderen weniger gut, aber im letzten Ende hat das einen Rahmen erreicht, der macht es für viele nicht mehr möglich, eine Nische zu finden. Zweites Thema, wir haben alles so optimiert, so klein gemacht, so eng gemacht, so wenig Leute an den Prozessen, so schnell gemacht, dass wir eigentlich nur noch Allround-Talente brauchen, die das noch bewältigen können. Und die Allround-Talente, die haben wir gar nicht in dem Maße und das stellen ja die Firmen schon völlig unabhängig von behinderten Menschen fest, dass sie solche Menschen gar nicht finden, die das alles so könnten. Und wenn wir die beiden Sachen nicht hinterfragen und sagen, wir trauen uns wieder zu, dass wir was auf verschiedene Arten machen, und nicht bei jedem Prozess, den ich mache, muss es noch billiger werden, noch schneller, sondern es darf auch mal ein Niveau so bleiben, sogar vielleicht noch ein klein bisschen langsamer werden. Dann kriegen wir das systematisch nicht hin,
dass Menschen, die besondere Bedarfe haben, da irgendwie rein geregelt werden oder eine Chance bekommen. Das ist so ein Grundprinzip, was ein Problem macht. Wie gesagt, auch vielen Menschen, die diagnostiziert keine Behinderung haben, weil das uns alle angeht und auch in einen Strudel der Schnelligkeit und der Dichte treibt, wo wir alle irgendwann anfangen, richtig drunter zu leiden. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das müssen wir angehen. Vielen Dank. Ja, gerne auch andere. Ich wollte das Beispiel von dem Vorsitzenden, die BRG hat ja noch einen Dachverband, den europäischen, und der Vorsitzende aus Belgien, der hat einen Vortrag in Bedelgehall und der war super. Da hat er an Beispiele gesagt, wo behinderte Menschen eigentlich mehr leisten wie Menschen ohne Behinderung und hat mehrere Beispiele gesagt, also wo Firma, ach speziell jemand Holle, wo die Behinderung hat. Das war klasse. Also ich konnte mir leider nicht alles merken, was er erwähnt hat, aber da konnte man sehen an Beispielen, wo Behinderte sogar mehr leisten wie andere. Ja, und das hat er dann aus mehreren Ländern aus Europa was berichtet. Toll war das. Ja. Also man sieht, es können auch Behinderte vielleicht sogar besser schaffen wie manche andere. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel in der Eifel und zwar in Neuerburg. Da ist ein Hotel, das Euwea Hotel. Das gehört auch mit zu unserer Werkstatt in Geroldstein, wo der Hauptsitz ist. Und da arbeiten Nichtbehinderte und Behinderte zusammen. Und das funktioniert super. Herr Geber? Also ich glaube, es hat immer sehr viel auch mit Geld zu tun. Wir merken das jetzt, also ich bin froh, dass es jetzt so ist, dass es zum Beispiel ein Budget für Arbeit gibt, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, dass der Arbeitgeber weiß, ich habe dauerhaft hier eine Unterstützung. Er muss aber auch wissen, ich habe die Möglichkeit, dauerhaft eine Assistenz für den Einzelnen zu haben. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, die Erfahrung, Jürgen Teves hat es angesprochen, mit unseren ausländischen Kollegen, zum Beispiel in Frankreich zeigen, es bewegt sich erst irgendwas, wenn die Strafzahlungen noch höher werden. Ich glaube, da sind wir in Deutschland immer noch an einem Punkt, da kann man noch ein paar Schippen drauflegen, wo man sagt, wer keine Menschen mit Behinderungen beschäftigt, soll einfach eine höhere Abgabe zahlen. Und ich glaube, dann ändert sich sehr viel von selber, weil es läuft einfach sehr viel über Geld. Gut, gut. Jetzt ist tatsächlich die Gelegenheit auch für das Publikum. Und Herr Kissebert, helfen Sie mir vielleicht mit dem Mikrofon? Wunderbar. Also der Erste, ja, der sich gemeldet hat, ist der Herr ganz außen. Ja, aber ich nehme mir mal die Freiheit, bevor ich überhaupt nicht dran komme, erst mal selber was zu sagen. Und zwar hatten wir am Anfang drüber gesprochen, ja, dass es ziemlich schwierig ist, Leute aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kriegen. Es ist mehr oder weniger ein Vorschlag an die Werkstattleiter. Wir haben schon unzählige Werkstattplätze oder Außenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, sei es jetzt Integrationshotels, die teilweise selbstständig arbeiten, teilweise noch unter dem Hut der Werkstätten arbeiten. Wir haben in Behörden haben wir Leute sitzen, die schon jahrelang dort arbeiten, mit Nichtbehinderten zusammen. Es gibt noch viele, viele Sachen, die man erwähnen könnte. Und dann kriege ich in allen Ecken erzählt, ja, es ist so schwierig, die Leute auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu kriegen. An was liegt das? Der Hesse sagt, von nichts kommt nichts. Wenn man solche Außenarbeitsplätze hat, die gut funktionieren, dann muss man das um Gottes Willen auch bekannt machen. Und zwar so bekannt machen, dass es auch den letzten Winkel in Oberbayern, die letzte Alm in Oberbayern erreicht. Und da sollte sich mancher Werkstattleiter mal Gedanken machen, ob er da in Sachen Werbung nicht ein bisschen zu wenig macht. Weil wenn das ein bisschen ausgebreitet werden würde, dann wird es auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder die Vermittlung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt klappen. Vielen Dank, Herr Kissebert. Ganz rechts. Herr Kissebert, ganz rechts war der allererste Wortmeldung, der Herr mit dem Bart in der dritten Reihe. Schönen guten Tag. Buchschardt, Ellwerk, Berlin. Ich habe eine lange Liste mir hier schon gemacht, weil ich Ihnen aufmerksam zugehört habe. Als erstes Mal möchte ich Frau Stratmann und Herrn Geber
recht herzlich danken. Sie sprechen mir voll aus der Seele. Es geht darum, wir haben das Thema Inklusion. Und es wird immer über uns gesprochen, aber selten mit uns. Und wir werden viel zu selten mit ins Boot geholt, was wir möchten, was uns eventuell gut tut und. Thema auf der Bühne war jetzt gerade eben die Öffnung der Werkstätten. Nicht nur die Werkstätten, also wir sind dabei, uns zu öffnen. Darum gehen wir an die Öffentlichkeit und bieten unsere Arbeitskraft an. Die Öffentlichkeit muss sich auch einfach öffnen. Also sprich, der Arbeitsmarkt draußen, wir müssen wahrgenommen werden. Frage ist, dieser nette Film, der gezeigt wurde, wo läuft dieser Film noch? Ich meine, Sie zeigen uns den hier. Wir sind die Behinderten. Wir kennen die Arbeiten, die bei uns verrichtet werden. Wichtig ist, dass so ein Film nach draußen kommt. Dafür müsste Geld in die Hand genommen werden, dass sowas in den öffentlichen Medien gezeigt wird, dass wir also nicht nur die Nutznießer sind von der Arbeitswelt draußen, sondern dass wir für die Arbeitswelt auch was tun. Weil unsere Arbeit, es wird ja Arbeit an uns herangegeben, die wir ausführen für den Arbeitsmarkt draußen. Also wie gesagt, ich finde, es darf nicht nur über uns geredet werden, es muss mit uns geredet werden, wir müssen mit ins Boot geholt werden. Und ich denke auch, dass das, was andere über uns denken, könnte uns herzlich egal sein, weil wir sind diejenigen, die Arbeit leisten. Und das, was wir gerne machen, das sollte uns im Vordergrund stehen. Und nicht, was andere über uns denken, von wegen, das ist ein Behinderter, der kann nur eine Schraube in irgendeinen Stecker drehen oder sowas. Es ist eine Arbeit, die wir leisten und die muss honoriert werden. Und darum habe ich vorhin auch gerufen, es müssen höhere Strafen ausgesprochen werden für Firmen, die Behinderte nicht einstellen. Also große Firmen wie Siemens und. Das ist alles viel zu lasch, was da im Endeffekt von der Regierung gemacht wird. Die machen Milliarden Umsatz und müssen einen Pups im Endeffekt bezahlen als Strafe, dass sie nicht einen Behinderten mit einstellen. Und wir hier, also ich weiß nicht, ob das hier in Berlin war, wir hatten das Thema Schichtwechsel. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit war. Da ging es also darum, dass ein Tausch gemacht wurde zwischen öffentlicher Arbeit und mit Arbeitern aus den Werkstätten. Da wurde also getauscht. Es sind Leute aus Bezirksämtern zu uns gekommen, die sich die Werkstatt angeguckt haben, die Arbeit in der Werkstatt kennengelernt haben für einen Tag. Und aus der Werkstatt ist jemand an den Arbeitsplatz von demjenigen gegangen, der zu uns kam. Dieses Projekt hat einen riesen Anklang bei uns gefunden. Wir machen das jetzt das zweite Mal in diesem Jahr dann, weil dieses erste Projekt dermaßen einen Anklang gefunden hat. Also der Wille und die Bereitschaft, uns kennenzulernen, ist vorhanden. Nicht von allen, aber von einigen. Und an die sollten wir uns halten. Vielen Danke. Dank, vielen Dank. Rheinland-Pfalz? Ich bin Marita Eischede, den Herrn mit dem blauen Pullover. Das ist ja. Der Herr Linke von Linke, der Lebenshilfe. Genau, was ich dazu sagen wollte mit der Lebenshilfe auf der freien Wirtschaft. Ich hatte damals, bevor ich in der Lebenshilfe kam, habe ich mich in einer Firma beworben und ich hatte die Chance nicht, die Arbeit zu bekommen. Und das hieß es, ich müsste erst Berufserfahrung haben, in einer Firma zu arbeiten zu können. Und ich frage mich heute, wie kann ich arbeiten gehen, wenn ich überhaupt die Chance nie bekomme? Und deswegen bin ich auch in der Lebenshilfe gelandet. Man hat mir die Chance gegeben, ein Jahr zu arbeiten. Und jetzt bin ich mittlerweile 29 Jahre da. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich fühle mich auch ganz gut da. Und der Herr, der was dazu gesagt hat, da schließe ich mich auch teilweise auch mich an. Danke. Was willst du sagen? Ja.
es wird immer nur von Inklusion geredet, aber es wird nie Inklusion betrieben. Es gibt in vielen Werkstätten, man sagt immer, man soll auf Augenhöhe arbeiten. Aber es ist eigentlich nur ein lockeres, sage ich mal, ein Klischee. Hört sich vielleicht blöde an oder auch böse, aber es wird nie richtig auf Augenhöhe gearbeitet. Man soll miteinander mehr arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und das findet in sehr vielen Werkstätten noch nicht so wirklich richtig statt. Ich bin der Frank aus Hamburg und ich muss sagen, natürlich müssen die Werkstätten sich öffnen. Aber was ich auch wichtig finde, dass die Werkstätten auch ausbilden können, die Beschäftigten, so dass die am Ende der Ausbildung dann ein Zeugnis kriegen, wo drin steht, dass sie die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und sich dann auch bei anderen Firmen, bei Siemens oder was weiß ich wo, auch bewerben und eben, dass auch Firmen in die Werkstatt kommen. Und ich habe auch an die Politiker, die ich so kenne, ein Schreiben hingeschickt mit der Ausgleichsabgabe zum Beispiel. Die ist ziemlich gering pro Beschäftigten, die Firmen zahlen müssen. Da plädiere ich für, dass das 5.000 bis 10.000 Euro pro Kopf ist, den die dann nicht einstellen. Das ist, weil diese kleine Summe, die sie jetzt zahlen, zahlen sie oft auch aus der Portokasse. Weil wenn ich höre, die machen Milliarden Umsätze und dann zahlen die 300 vielleicht, wenn sie einen nicht einstellen, aus der Portokasse. Und das finde ich, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Ausgleichsabgabe muss einfach so hoch sein, dass sie sich nicht mehr rausreden können. Weil es gibt ja auch Hilfen beim Arbeitsamt, da kann man so viel beantragen. Die Firmen, die kriegen da Unterstützung, die müssen es nur machen. So, geht gleich los. Ich versuche noch ein bisschen die Reihenfolge einzuhalten. Mein Name ist Arndt von Kenig, komme von der Lebenshilfe Seelze. Was ich mir vorhin gedacht habe, ist ganz einfach, so wie ich Dings hier draußen gelernt habe, dann auch 10 Jahre oder noch mehr Dings hier gearbeitet habe draußen, dann wurde ich von heute auf morgen krank. Dann dachte ich mir, was hast du jetzt Dings ja denn noch für Perspektiven? Und dann habe ich nachher zugesehen, dass ich dann auch wieder von alleine mir was gesucht habe, bin in die Werkstatt selber gegangen, habe da geguckt und bin dann zum Glück auch aufgenommen worden, bin jetzt 9 Jahre fast da und fühle mich wohl. Weil wenn man vom ersten Arbeitsmarkt kommt und dann auf Deutsch gesagt nicht mehr kann, weil der erste Arbeitsmarkt zu anstrengend ist für einen, und hat einen kaputt gemacht oder so, dann ist es ja so, dann ist man froh, dass es die Lebenshilfe gibt und auch andere Einrichtungen. Ne, da können die Leute wenigstens dann zur Ruhe kommen, haben dann irgendwann wieder eine normale Struktur, können arbeiten gehen. Und das Gute ist, in diesen Werkstätten wird man aufgenommen, als wenn man zur Familie gehört. Es ist eine riesengroße Familie. Und die Frage noch dazu... Die Frage dazu, ob es irgendwann noch die Werkstätten nötig sind. Ich sage mir, na klar sind die nötig. Zum Beispiel jetzt die Schwerstbehinderten, die im Film gezeigt wurden. Wenn die beigehen würden, es gäbe keine Einrichtung mehr, wo sollen die hin? Zu Hause können sie nicht bleiben, weil die Eltern ja selber arbeiten müssen. Und wo werden sie dann hingeschickt? In ein Pflegeheim. Und da sitzen sie dann fest, auf Deutsch gesagt, und... dann ist es so, wie man ja immer hört, Dings hier, 10, 15 Leute, zwei Pflegerinnen, dann ist man auf dem Abstellgleis. Also es ist ja schön, dass es dann diese Einrichtungen gibt, wo man Dings hier bleiben kann. Weil sonst hätte man keine Struktur, dann wäre das eben auch nicht mehr lebenswert. Ne? Vielen Dank, Herr Kissebett. Noch 3 jetzt dann, also den und dann noch 3 und dann würde ich gerne wieder. Ja. Ja, guten Tag, mein Name ist Christoph Schulz, ich komme von den Delme-Werkstätten. Ich möchte 2 kurze Dinge einmal kurz angemerkt haben. Zum einen
zum Thema Arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen. Wir haben bei uns in den Delme-Werkstätten haben wir zum Beispiel 2 Cafés und ein Bistro. Das läuft auch schon seit mehreren Jahren. Und die Arbeit, die läuft eigentlich sehr gut mit Behinderten sowie mit nicht behinderten Menschen. Daher frage ich mich eigentlich, warum der erste Arbeitsmarkt sich so scheiße anstellt, weil das sind die eigentlich Behinderten und nicht wir. Das wollte ich zum einen erstmal angeführt haben und dann zum Thema Zukunft Werkstätten. Ich möchte hinzugefügt haben, wir sind ja nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung, wir sind ja auch gleichzeitig Kunden. Das bedeutet, Sie müssen sich vorstellen, ein Dreieck. Es gibt einmal der Kunde, der die Arbeit in die Werkstätten bringt. Dann kommt der Kunde von außerhalb, der in die Lädchen, also in die Shops zum Beispiel, kommt und Selbstgemachtes kauft. Und wir, die quasi auf die Hilfe angewiesen sind, von Sozialpädagogen, von Betreuern, was es da noch alles gibt, wir arbeiten nicht nur in der Werkstatt und verdienen da unser Geld, sondern wir sind auch auf die Hilfe und auf die Förderung von Begleitmaßnahmen angewiesen. Und auf die Frage, was passiert mit den Werkstätten, tut mir leid, aber meiner Meinung nach ist das schwachsinnig, weil jeder hat einen Platz verdient und wir haben unseren Platz. Ja, also ich komme von den Bonner Werkstätten und ich frage mich die ganze Zeit, wir sagen, wir müssen uns öffnen, aber was machen wir denn, wenn der allgemeine Arbeitsmarkt dazu gar nicht bereit ist? Dann bringt es doch auch nichts, wenn wir uns öffnen. Da kann ich mich erstens mit meiner Kollegin anschließen. Ich bin auch von den Bonner Werkstätten. Frage an Frau Stratmann. Sie reden von, oder es wird allgemein von Inklusion gesprochen. Inklusion beginnt für mich dort, wo öffentliche Firmen, also auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt, anfangen, sich uns Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, wie ich es lieber nenne, ein Stück weit zu öffnen, ja, und wie der Kollege mit dem, ich sage immer gern mit dem Bart, gerne vorhin sagte, also der Mann aus der dritten Reihe, vorhin sagte, es wird zu harmlos mit dem öffentlichen Markt umgegangen, ja. Klar werden Strafen gezahlt, wenn Menschen mit Behinderungen nicht eingestellt werden, aber diese Strafe zahlen viele Firmen gerne, weil die halt viel zu niedrig sind. Würde man diese höher setzen, wären viele Firmen auch bereit, dann zu sagen, okay, hör zu, stellen wir doch mehr behinderte Menschen ein und geben denen die Möglichkeit, sich zu beweisen. Ja? Und zu dem Film muss ich auch noch etwas sagen. Dort wurde gezeigt, wie Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen Beschäftigung bekommen und nicht einfach nur in irgendwelchen Gruppen rumliegen, von Betreuern irgendwie verhätschelt und vertätschelt werden, gefüttert, dies, das. Dieses gibt es nicht in jeder Werkstatt. Warum? Warum gibt es so Beschäftigungstherapien nicht in jeder Werkstatt, sondern nur in ein paar Werkstätten, und in den überwiegenden Werkstätten werden schwerst Mehrfachbehinderte, die sich weder äußern können oder augenscheinlich nicht äußern können, in eine Gruppe gesteckt, wo sie gepflegt werden, verhätschelt und vertätschelt und gefüttert und dies. Das muss nicht sein. Auch solche Menschen haben ein Recht auf Beschäftigung, ja, haben ein Recht als Arbeiter gesehen zu werden, ja, als Menschen, die eine Arbeit verrichten können, sage ich es jetzt mal, um es etwas harmloser auszudrücken. So, kurze Rückfrage, wie viel habe ich noch? Einen, glaube ich, ne? Einen noch. Dann haben wir da vorne die Christina noch gehabt und dann gebe ich wieder zurück. Hallo, ich wollte jetzt mal so ein paar leisere Töne in die Sache reinbringen. Es geht ja ganz viel um die Leute, die irgendwie die Möglichkeit haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Die mag es geben. Ich freue mich auch herzlich für diese Leute. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir einfach ganz viele Kollegen haben, für die das nicht so sein wird irgendwann. Und zum anderen darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Kostenträger einfach auch nicht für die berufliche Bildung von den schwerst mehrfach behinderten Menschen zahlen wollen und da einfach
Geld gespart wird auf unsere Kosten. Es gab im Bundesministerium ein Gespräch zum Thema Wallraff und da ist mir einfach so aufgefallen, das Einzige, worüber sich der Kostenträger heiß und innig aufgeregt hat, war, dass der Berufsbildungsbereich nicht so durchgeführt wird und dass dann die Werkstätten, die Bösen, die Arbeitskräfte zurückhalten, die dringend gebraucht werden. Und das hat mich ehrlich gesagt total geärgert, weil es geht nicht immer nur darum. Ich eile, so schnell es eben geht. Ganz herzlichen Dank. Also eine Frage ist mir besonders wichtig, und zwar die nach den neuen Anbietern. Also diese neuen Anbieter, die es angeblich geben soll. Was erwarten Sie sich davon? Gibt es schon, was kann das alles sein? Werden sich die aus irgendwas anderem entwickeln? Werden da schon vorhandene Anbieter irgendwas Neues machen oder so? Was erwarten Sie sich davon? Ist das eine Bedrohung für die Werkstätten? Ist es vielleicht eine Bereicherung oder hilft es den Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn es da neue Anbieter gibt? Sowas würde mich jetzt auch noch interessieren. Wer möchte als erstes anfangen? Sie kennen schon welche. Ja. Also im Saarland gibt es zwei indirekt. Das einmal ist die virtuelle Werkstatt. Die hat eigentlich gar keinen Werkstattplatz, die arbeiten an verschiedenen Standorten im ganzen Saarland. Jetzt haben sie das auf den Stadtverband verkürzt und da kommt jemand vorbei. Also die haben kein Gebäude wie die andere Werkstätte, das ist die eine. Und dann gibt es die Tochterunternehmen von Saarstahl, das ist die GBQ. Die hat auch keinen Werkstattrat, obwohl sie eine WFBM ist, komischerweise. Hat nur eine Schwerbehindertevertretung, einen Betriebsrat. Und die bezahlen auch gerechte Löhne, also Löhne nach Tarif, sind aber nur Mitarbeiter, die früher bei Saarstahl gearbeitet haben. Also es gibt schon Alternativen, wie gesehen. Natürlich hat es auch Schwierigkeiten. Die werden natürlich nicht die Schwächeren holen, in Anführungszeichen, sondern die Leistungsträger. Und wenn die Leistungsträger aus einer anderen Werkstatt rausziehen, werden die Schwächeren auch natürlich auch später weniger Geld bekommen. Vielen Dank. Wer will noch zu den neuen? Ja, immer mal ganz rüber. Ja, ich glaube, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Ich glaube aber nicht, dass es sehr viele von diesen neuen Anbietern geben wird, weil ich denke, was ganz wichtig ist, ist die Frage, welche Qualität müssen die sicherstellen an dem Punkt. Das ist uns Werkstätten sehr wichtig, dass es keine Billiganbieter sind. Und wenn unterm Strich ein Anbieter neue Ideen hat, die den behinderten Menschen zugutekommen, ist das für uns nur eine Herausforderung, ebenfalls so gut zu werden. Ich befürchte aber, dass an dem Punkt es wieder darum geht, ein paar leistungsstarke Werkstattbeschäftigte in irgendeiner Organisationsform zusammenzubringen und das Gros der Werkstattbeschäftigten davon nicht, ganz einfach nicht profitieren wird. Und da muss man hingucken. Ich glaube, es muss gesagt werden, welche Aufgaben haben die. Wir als Werkstätten haben einen Versorgungsauftrag für regionale Gebiete. Und ich denke, den nehmen wir auch wahr. Und von daher, wenn neue kommen, wenn die gute Ideen haben, wenn die mit uns kooperieren wollen und wir sagen, okay, ihr habt die gleiche Qualitätsstandards, wie wir sie haben, gerne, aber wir werden sehr genau hingucken, wie arbeiten die und ist das auch im Interesse der betroffenen Menschen, angefangen von Rentenzahlung oder Rentenanwartschaften und. Vielen Dank. Gerne, Frau Stappmann. Also ich glaube, die Werkstatt, die es hinbekommt, dass sie eine gute Mitwirkung gestaltet mit ihren Werkstatträten, attraktive Arbeitsplätze hat, verschiedenste Ausrichtungen hat, Bildung anbietet, einfach alles das tut, dass es sich in der Werkstatt, und das fand ich eben sehr schön, ihren Beitrag, weil das sind viele Menschen ein Leben lang, ein Arbeitsleben lang, auch lohnt zu sein, weil es da schön ist, weil man da auch Karriere machen kann. Die braucht überhaupt keine Angst vor anderen Anbietern haben. Die Werkstatt, die sich gar nicht auf den Weg macht und gar nichts tut an der Stelle, die sollte Angst haben, weil das ist auch nichts. Und wenn dann darüber hinaus andere Anbieter gebraucht werden, weil es zum Beispiel Themen gibt, die gar nicht so super in der Werkstatt passen. Mir fällt zum Beispiel sowas ein wie Menschen gründen ein Theaterprojekt, was vielleicht nicht so die klassischen Werkstattkonstellationen sind, dann ist es doch schön, wenn es da eine andere Struktur gibt, wo das gelebt werden kann. Das schadet doch niemand, das ist doch wunderbar.
Wichtig wäre nur, aber hat Herr Geber schon darauf hingewiesen, es darf den Leuten da nicht schlechter gehen, als es ihnen bisher in der Werkstatt ging. Das wäre nicht in Ordnung. Noch andere Stimmen hier zu den neuen Anbietern. Was erwarten Sie sich davon? Glauben Sie daran? Also ich glaube persönlich nicht daran, weil es bei uns gibt es keine anderen Anbieter, weil unsere Werkstatt, die hat so viel Profil und wo die Leute zufrieden sein können, denn es gibt so viele Möglichkeiten, was angeboten wird und da kann man zufrieden sein. Wunderbar. Herr Linke, fällt Ihnen noch was ein? Nee, alles klar. Also ich bin jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert in einer Werkstatt und ich sage, es hat sich mehr entwickelt wie draußen manche Arbeitsplätze. Und zu dem Thema der Arbeitsmarkt, also bei Amazon wüsste ich nicht, dass es eine Beschwerdestelle gibt, wie jetzt bei der Lebenshilfe. Und wir haben auch im Saarland ein Modell, wo jetzt mit IHK-Abschluss gemacht wird. Flächendeckend von allen Werkstätten sind immer Teilnehmer, also es wird jedes Jahr ein Bereich dabei gemacht. Wir haben jetzt den Bereich Zentrale gemacht, mache jetzt Lager und die kriegen einen Abschluss mit, wo sie sich später bewerben können. Aber es ist kein Muss, die Wunder, die ich in der Werkstatt bleiben könne, können. Also die kriegen einen Abschluss, ja. So, meine letzte Frage ist jetzt keine positive Frage. Macht man eigentlich nicht so, aber ich muss moderieren erst lernen. Meine letzte Frage ist, wo ist die größte Bedrohung für die Zukunft von Werkstätten? Wo ist die größte Bedrohung für gute Arbeitsbedingungen für Menschen mit Beeinträchtigungen? Also ich glaube, das kann man ganz einfach sagen. Die größte Bedrohung ist die, wenn Werkstätten geschlossen werden würden. Ich nehme das Beispiel, was wir in England im Moment haben, ich nehme das Beispiel, was wir in Schweden haben, dann wird überall groß gesagt, toll, die Menschen kommen in Inklusionsbetriebe und wir brauchen keine Werkstätten mehr. Wenn man sich dann anguckt, dann sind etwa ein Viertel der Menschen kommt in Inklusionsbetriebe, drei Viertel hat einen Langzeitkrankenschein, sitzt zu Hause, hat keine angenehme Tagesstruktur, kommt nicht mehr unter Menschen. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man einfach diesem Weg folgen würde. Und um das zu verhindern, müssen wir einfach offen diskutieren. Wir müssen das Thema immer wieder auch in die Politik bringen. Und ich glaube, jeder Politiker, der mal in der Werkstatt war, und wir haben viele Politiker wie andere Werkstätten auch, und die werden ganz anders drüber denken. Und dann muss ich immer wieder fragen, wenn auch gesagt wird, ihr müsst mehr auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln, dann muss ich mal sagen, welche Partei übernimmt Menschen aus der Werkstatt in ihren Verwaltungsstab? Welche Fernsehgesellschaft oder welche Zeitung hat Plätze für Menschen in Werkstätten geschaffen oder die aus Werkstätten kommen geschaffen? Und das sind genau die uns immer angreifen. Und ich glaube, wir sollten laut wehren, uns wehren und den Mut haben zu sagen, es ist eine gute Einrichtung und nicht irgendwo in die Defensive gehen. Dankeschön. Frage auch an die anderen, was ist die größte Herausforderung, die größte Bedrohung für Werkstätten? Wollen Sie? Bitte. Also eine große Bedrohung aus meiner Sicht ist, wenn wir das Bundesteilhabegesetz falsch verstehen. Wenn oben ganz viel Schönes draufsteht, was beabsichtigt ist zu erreichen, aber es eigentlich nur eine riesige Sparmogelpackung ist. Und da müssen wir alle aufpassen, dass das nicht so durch die kalte Küche kommt. Also es sieht gut aus, aber der Prozess, der dahinter liegt, macht alles klein. Ich nenne mal ein Beispiel. Bei der Bedarfserhebung, also was steht einem Menschen zu, kann ich das natürlich in einer Art und Weise gestalten, dass ich Dinge sehen will oder auch nicht sehen will. Ich kann behaupten, ich bin sehr objektiv, da darf kaum eine Assistenz, die beeinflussbar ist, dran. Aber ich kann das auch nutzen, um den Menschen wirklich nicht das zukommen zu lassen, was ihm zusteht. Und dann habe ich ein schickes neues Verfahren, aber was rauskommt, ist dann im schlechten Fall schlechter und weniger als das, was vor dem Gesetz anmoderiert wurde. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt in dieser Zeit und in der nächsten Zeit sehr wachsam sein, was kommt wirklich real am Ende bei raus? Nicht, was ist Absicht, was kommt bei raus? Und ist das Verbesserung oder mindestens gleich gut zu dem, was schon war? Oder ist es das nicht?
halte ich für eine Riesenthematik, wo wir hingucken müssen. Vielen Dank. Das, was ich jetzt noch... Jetzt hätte ich gerne, Herr Kissebert, noch mal 4 Menschen aus dem Publikum und danach würde ich gerne allen hier auf dem Podium die Gelegenheit geben, noch etwas zu sagen, also dass Sie alle ein kleines Schlusswort halten nach dem, was Sie heute hier gehört haben. Aber jetzt tatsächlich bloß 4 Menschen. Mein Name Ute Wegner von der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Nordrhein-Westfalen. Ich finde diese Podiumsdiskussion, weiß nicht, ob ich zu negativ bin, aber warum findet diese Podiumsdiskussion zu diesem Thema unter Werkstatträten statt? Herr Gerber, Sie haben gerade gesagt, wir müssen mit der Öffentlichkeit, mit der Politik, diese Podiumsdiskussion darf nicht auf der Messe, sie darf nicht hier, sondern sie muss nach draußen, weil wir sind natürlich dafür, dass unsere Arbeitsplätze bzw. die Werkstätten erhalten werden. Warum vor Fachpublikum nach draußen auf die Straße sagen, wir wollen die Werkstätten erhalten? Ich habe diese ganze Podiumsdiskussion nicht verstanden. Tut mir leid. Ja, mein Name ist Alexandra Will und ich bin definitiv dafür, dass Behindertenwerkstätten bestehen bleiben. Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass es gibt Menschen mit Behinderung, die Angst haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Ich glaube aber auch, dass es im ersten Arbeitsmarkt auch Ängste gibt, Menschen mit Behinderung anzunehmen. Und natürlich kann man den einen Weg gehen, dass man sagt, die müssen höhere Strafen bekommen. Aber es gibt vielleicht auch einen anderen Weg, nämlich mal zu hinterfragen, was sind denn eure Probleme? Und in welchem Maße wird denn der erste Arbeitsmarkt unterstützt? Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch auf einer anderen Ebene. Damit nämlich Menschen, die mit Behinderung, die auf den ersten Arbeitsmarkt gehen wollen, auch die Möglichkeit haben, dahin zu gehen. Und damit Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die auch gerne Menschen mit Behinderung annehmen wollen, auch die Chance haben, das umzusetzen. Das würde mich mal interessieren, was wird denn eigentlich auf der Ebene gemacht? Wie werden Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die Menschen mit Behinderung annehmen wollen, unterstützt? Und wie gesagt, nicht nur auf finanzieller Ebene. Ja, ich wollte noch mal fragen wegen Inklusion. Da ist ja auch irgendwie europäisches Recht umzusetzen. Also eben das ähnlich, was in Schweden läuft. Ob nicht da eben auch der Zwang besteht, die Werkstätten aufzulösen nach und nach. Oder ob man das eben jetzt doch in der eigenen Politik anders gestalten kann. Ja, das war's. So, der Weg von hinten nach vorne ist 28 Meter lang. Ich habe ihn schon 3-mal ausgemessen. Okay, mein Name ist Jörg Denny. Ich denke, ich habe jetzt 2 Sachen, die ich sagen möchte. Eine, das war zu dieser Strafabgabe für die Werkstätten für behinderte Menschen, was die Birgit gemeint hat. Ich denke, es ist auch so, es ist auch ein wirtschaftlicher Faktor, wenn ein Unternehmen wie Mercedes, die Menschen nicht einstellt, dann vielleicht Aufträge an Werkstätten vergibt, dann kann sie nämlich dieses Geld, das sie bezahlen müsste, zum Teil einsparen, weil sie Aufträge an Werkstätten vergibt. Das ist zum Beispiel ein Anreiz, auch diese Arbeitsplätze zu erhalten. Dann zweitens die Angst, die Menschen haben, die Werkstätten arbeiten könnten, ist auch die Arbeit. Weil zurzeit ist das so, man muss auch bedenken, die Wirtschaft muss den Werkstätten Arbeit geben. Und durch diese Digitalisierung können vielleicht auch die Ängste bestehen, dass Computer Arbeit machen oder übernehmen könnte, die in Werkstätten gemacht wird. Aber ich denke, die Werkstatt hat eine Daseinsberechtigung. Es wird nicht aus meiner Sicht von einer Sonderwelt gesprochen, sondern es ist eine besondere Welt, in der unsere Menschen und meine Kollegen arbeiten. Vielen Dank. Ja, ich komme. Ja, ich bin der Mario Aßmann vom Bonner Werkstätten. Ich kann nur sagen, ich war in Hamburg gewesen, da waren SPD, Grüne und noch eine Partei war noch da gewesen. Da ging es darum, auch die Werkstätten nicht zu schließen. Das haben die Regierung gar nicht vor, weil die wissen haargenau,
dass das ein Rückzugsgebiet ist für behinderte Menschen, die auch Freude haben, und daher macht das keinen Sinn. Daher bleibt die Werkstätten für die Zukunft praktisch offen, also wird nicht geschlossen. Das andere mit dem Außenarbeitsplatz, ist es momentan wichtig, die Arbeitgeber aus Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das heißt also mal den einladen, Informationen zu geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man das nicht macht, dann ist ja klar, dass der Arbeitgeber praktisch sagen, nö, interessiert uns nicht. Das ist ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit fängt da an, die Arbeitgeber zu informieren und auch mal die Werkstatt mal zeigen, was ihr macht, welche Arbeit. Dann haben die auch mal eine ganz andere Vorstellung. Ja, mein Name ist Jürgen Schmidt und so. Ich habe auch was zu sagen zu dem Thema. Zum Beispiel, das müsste auch durch öffentliche Arbeitskeit dann halt näher gebracht werden. Und zum anderen, die Menschen mit Behinderungen, die müssten auch dementsprechend auch etwas mehr Anerkennung bekommen durch Honorierung auf finanzieller und menschlicher Ebene dann halt. Dankeschön, weil das ist ja oft Mangelware dann halt, dass das nicht genügend anerkannt wird, was die Menschen mit Behinderungen leisten. Danke. Danke. Es tut mir leid, Frau Burmeister und andere, aber wir kommen jetzt tatsächlich in die Schlussrunde. Es geht nicht anders, sonst kommen Sie gar nicht mehr weg. Ich fange hier an und dann geben wir das Mikrofon einfach weiter. Sie können jetzt tatsächlich sagen, was Sie wollen. Ja, also ich bin beeindruckt, wie engagiert hier diskutiert wird. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Sie sind die Fachleute für sich selber. Sie sind diejenigen, die glaubwürdig sind. Und wenn von Werkstatt selber nichts kommt, dann reden Sie mit Ihrer Werkstattleitung oder gehen Sie selber nach außen, laden Sie Politiker, laden Sie andere Menschen des öffentlichen Lebens zu Ihnen ein. Die sollen sehen, wie gearbeitet wird, wozu sie in der Lage sind. Und ich glaube, das ist wichtig, sich begegnen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einfach auch mal im positiven Sinn zu zeigen, was können wir. Ich glaube, es geht gar nicht darum, immer nur Vorwürfe zu machen, sondern zu zeigen, was können wir, wozu sind wir in der Lage. Und da werden viele dann wirklich überrascht sein. Und ich kann Sie nur auffordern, wir machen bei uns sehr viele Veranstaltungen, was alles möglich ist. Also wenn mein Vorgänger vor 20 Jahren, wenn ich dem gesagt hätte, im Jahr 2018 fliegt der Vorsitzende unseres Werkstattrates allein nach Berlin zu einer Konferenz. Der hätte gesagt, der Mann ist völlig ungeeignet, eine Werkstatt zu machen. Und man sieht, was möglich ist. Von daher haben Sie den Mut, haben Sie auch den Mut, Fehler zu machen und gehen Sie einfach nach vorne. Ich denke, es geht immer ein Stückchen weiter und Sie sind die Fachleute an dem Punkt. Ihnen wird man glauben, weil Sie die Betroffenen sind. Also ich bin immer noch für den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt. Er war vor 28 Jahren für mich noch schwieriger als vielleicht für euch heute. Aber ich würde diesen Weg wieder gehen und ich bin auch froh darum, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, ich kann mich nur anschließen bei dem, was Dieter Geber gesagt hat. Lassen Sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Also es ist wirklich so, auch zu der Dame mit dem grünen Pullover hier vorne, wir sind im Dauereinsatz. Also alleine ich kann sagen, ich habe mindestens 10 solche Podiumsdiskussionen mit verschiedensten Politikern, Wirtschaftsvertretern jedes Jahr und Kollegen aus dem Vorstand auch. Aber es ist was anderes, wenn Sie auftreten und sagen, wir haben da eine Meinung zu, weil wir sind die Betroffenen, wir sind die, die es direkt angeht.
als wenn so eine Geschäftsführung aus der Werkstatt das sagt. Der kann man sofort vorhalten, ja, die möchte ihren Arbeitsplatz sichern. Sonst hat die überhaupt keine Motivation. Das stimmt jetzt nicht, aber das kannst du ja nicht beweisen, dass das nicht stimmt. Wenn Sie aber auftreten, ist das glaubwürdig und Sie können das auch. Und ich möchte auch noch sagen, wir haben ja die Zeit schon überzogen zum Podium. Ich habe eigentlich ganz, ganz selten mal mitbekommen, dass es so aufmerksame Leute gibt, die so still sind und so zuhören, wo nicht ständig nur weglaufende Effekte sind. Das ist ganz wunderbar. Und da Sie so ernsthaft sind und das so gut machen, werden Sie das auch an anderer Stelle gut vertreten können. Machen Sie das. Es tut uns allen gut. Ihnen aber auch denen, die eigentlich immer den Vorwurf kriegen, die haben ja nur Eigeninteresse. Die werden nur dann gut, wenn wir gemeinsam auftreten. Ja, und ich finde es ganz toll, dass wir hier auch noch Leute sitzen haben wie ihr, die wirklich für die Werkstätten sind und sich auch für die Werkstätten einsetzen. Und es gibt immer wieder nur eins: Macht weiter so, vor allen Dingen hier vorne in dem blauen. Das fand ich eben ganz super, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es kann einfach nicht sein, denn wir können nicht alle draußen auf dem freien Arbeitsmarkt schaffen. Das ist nicht drin. Das ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ich selber habe draußen geschafft, ich weiß, was das ist. Also ich finde es einfach gut, es ist wichtig, die Werkstätten müssen erhalten bleiben. Das ist mir ganz egal, was manche sagen, es ist aber so. Ja. Ute, ich komme gerade auf die Frage zurück. Natürlich müssen wir das nicht in dem Kreise der Werkstatträte oder Geschäftsführer, da ist alles, die im Bereich um den sozialen Bereich diese Medien machen. Aber wenn die Medien und die Zeitungen lieber berichten, dass in China Sack Reis im Gefall ist oder dass der Trump eine Haarfarbe hat oder dass ZZZ-Promis irgendwie sich Aufspritze gelassen hat. Also wenn so Sachen wichtiger sind, wie Meldung, dass man eine Stunde, wenn jeder Sender nur eine Stunde über behinderte Menschen bringen wird, die immerhin 10 Millionen Menschen sind, ist das ja wohl ein Minimum. Gut, danke. Ganz herzlichen Dank an das gesamte Podium. Sie sind entlassen. Herzlichen Dank.